Hallihallo und willkommen zurück zu Java. Ja, was wir diesmal machen, sind JUnit-Tests. Und JUnit-Tests sind echt cool. Damit könnt ihr nämlich beweisen, dass euer, oder zumindest könnt ihr ansatzweise beweisen, dass euer Programm funktioniert. Ja, genau. Also, was wir machen wollen, ist, wir wollen Test-Cases erstellen. Das sind sozusagen kleinere Tests, die entweder Funktionen oder Klassenvariablen oder sonst irgendwas testen. Und die laufen dann quasi einfach durch und ja, das ist dann eigentlich auch schon der Sinn dahinter. Wie wir das machen, zeige ich euch genau jetzt. So, ich habe hier einfach mal das Programm oder das Projekt von letztem Mal genommen. Da werden wir noch ein paar Sachen ergänzen müssen, aber es geht ja darum, dass ihr wisst, wie man es macht und nicht, dass wir irgendwie ein sinnvolles Beispiel haben. Und zwar sind wir im Projekt hier Debugging und Commits. Gehört immer noch irgendwie zum Debuggen. Das Doc, das war das Java-Doc, was wir kreiert haben. Ja, und wir sind immer noch im Default-Package, genau. So, also wir machen Rechtsklick und dann machen wir einfach New und dann steht hier unten, steht JUnit Test Case. Also ihr müsst euch nicht irgendwie irritieren lassen. Hier diese Entry Point Class, HTML Page und so weiter, das habt ihr wahrscheinlich gar nicht drin. Das ist, weil ich noch ein paar andere Sachen installiert habe. JUnit Test Case, genau, so. Und dann hier oben einfach New JUnit 4 Test auswählen. Das Package könnt ihr auf Default lassen, ansonsten setzt da einfach euer eigenes Package hin, wie ihr das auch immer haben wollt. Und ja, die Superklasse ist immer noch Object und dann geben wir einfach den Namen ein. Sagen wir einfach mal Test, sagen wir JUnit Test dazu. JUnit Test. Okay. Und das U gehört generell auch noch eher groß geschrieben. So, und ja, jetzt haben wir hier ein paar Methoden, die wir reinpacken können. Müssen wir aber nicht machen. Die Kommentare brauchen wir auch nicht unbedingt. Class Under Test brauchen wir auch nicht. Okay, so, jetzt klicken wir hier einfach auf Finish. Dann kommt hier Perform the following action. Add JUnit Library to the build path. Das ist korrekt so, sonst könnt ihr es nicht benutzen. Das ist einfach quasi, dass ihr JUnit importiert, wie diese JRE System Library. Müsst ihr halt importieren. Und dann seht ihr hier JUnit 4. Und da seht ihr dann auch noch diese ganzen Pakete, die da mitkommen. Ah, könnt ihr auch mal reingucken, wenn ihr Lust habt. Ja, nicht unbedingt wirklich notwendig, denn wir brauchen nicht alles. So, ja, hier wird schon automatisch was importiert. Wir können hier statt org.junit.test können wir einfach mal sagen, wir importieren alles. Offensichtlich mag er das nicht so sehr. Da muss ich das extra machen. Okay, dann brauchen wir hier noch einen zweiten Import. Und zwar ist das org.junit.assert, den ich gerne hätte. So, denn den brauchen wir dringend. Und zwar macht man mit diesem Assert eben diese Sachen. So, jetzt sehen wir hier einen Fail-Aufruf. Dieses Fail bedeutet so viel wie, ja, der Test schlägt fehl. Was wir jetzt hier testen wollen, bezieht sich alles auf diese Klasse hier, beziehungsweise generell auf alle Klassen, die wir irgendwie darauf zugreifen können. Das heißt, wir können hier einfach quasi unser Projekt testen. Normalerweise macht man für jede Klasse wirklich seinen eigenen Test. Hier haben wir tatsächlich noch eine Klasse, die heißt Test. Das war von letztem Mal noch, das ist nicht wirklich irgendwie relevant. So, ja, wenn ihr jetzt einen neuen Test schreiben wollt, dann habt ihr mehrere Möglichkeiten. Und zwar, ja. Können wir hier erstmal zum Beispiel sagen, okay, wir wollen, also wir nehmen an, dass etwas wahr ist, und dann sagen wir hier zum Beispiel, ich kreiere hier oben mal einen Test. Also Test ist jetzt der Test hier drüben. Nicht, dass ihr da irgendwie durcheinander kommt. Test t gleich New Test. Das muss man oftmals machen, irgendwelche Sachen aufsetzen. Da könnt ihr dann auch in diesem Test auch wirklich andere Methoden aufrufen oder so. Und was hat das jetzt für ein Problem? Ja, das ist jetzt natürlich ungünstig. Ich nenne die jetzt mal anders. Das funktioniert so absolut gar nicht. Refactor und Rename. Und dann wird es überall umbenannt. Wir nennen die einfach mal Helper Class. So, ja, ich weiß. Großer Buchstabe am Anfang. Ist okay. Und in, ja, die darfst du alle umbenennen. Hoffentlich hat er es auch getan. Er hat's getan. Sehr schön. Okay, und hier haben wir nämlich eigentlich eine Referenz auf diese JUnit-Test-Klasse, die wir nicht instanziieren können. Das ist natürlich doof. So,
Jetzt sollte das Ganze aber so funktionieren. Alles klar. Perfekt. Das ist natürlich dann kein Test mehr, das ist eine Helper-Class. So, und die nehmen wir dann natürlich auch H und nicht mehr T. Okay, so, und jetzt haben wir hier eine Helper-Class-Instanz, die hält sich einfach einen Integer i mit 5 und einen String j, in dem 4 drin steht, also wirklich als String. Und jetzt können wir hier über assert true, können wir sagen, was wir gerne als Bedingung hätten. Und zwar sagen wir da einfach h.i gleich, ups, gleich, gleich. Und dann sagen wir hier, was da eigentlich rauskommen sollte. Also hier steht quasi die Variable drin und dann steht hier, was eigentlich rauskommen sollte, was dann logischerweise 5 wäre. Das heißt, wir sagen hier einfach mal h.i gleich 5 und wir sagen auch noch assert. Und ja, wir können auch noch natürlich false nehmen, dann sollte da false rauskommen. Das brauchen wir in dem Fall nicht. Wir haben noch mehrere Möglichkeiten, ich zeige euch die kurz mal alle. Ja, vorne dran kann jeweils noch eine Message stehen hier. Die wird ausgegeben, wenn es failed. I ungleich 5. Und das könnt ihr eigentlich überall hinpacken vorne dran. So, wir haben noch die Möglichkeit, assert equals vorne dran zu packen. Oder reinzupacken, besser gesagt. So, und dann können wir hier über mehrere Arten drauf zugreifen. Und zwar, wir können Double reinstecken und also ein Expected Double und ein Actual Double. Sprich, das, was wir erwarten. Oh, das muss dann andersrum sein. Also zuerst das, was wir erwarten und dann das, was tatsächlich rauskommt. Sprich, zum Beispiel, gut, okay, das sind jetzt keine Doubles. Wir sagen H. Punkt, wir sagen 5 erwarten wir und H.i kommt tatsächlich raus. Und dann wird da ausgegeben, ja, es ist gleich oder nein, es ist nicht gleich. Und wenn es ungleich ist, dann schlägt der Test quasi fehl. Okay, das Ganze können wir natürlich dann auch noch mit anderen Klassen machen. Hier gibt es noch ein Long, ein Object. Achtung, bei Objekten wird immer die Referenz verglichen. Außer ihr überschreibt die Equals-Methode. Das könnt ihr übrigens sehr gerne immer wieder tun. Also in Add Override und dann die Equals-Methode neu definieren. Dann könnt ihr Objekte tatsächlich vergleichen. Hier haben wir noch eine coole Methode, weil Doubles kennt ihr vielleicht oder auch Floats, die sind ungenau. Das heißt, wir haben öfters mal Rechenfehler drin. Und bei einem Double Expected, Double Actual kann natürlich passieren, dass da nicht exakt der richtige Parameter drin steht, wenn wir irgendeine Berechnung durchführen. Und dann haben wir hier hinten ein Delta, das besagt, wie viel der Abstand sein darf. Ist auch ziemlich cool. So, dasselbe natürlich mit der Message jeweils vorne dran. Und das sind dann alle Möglichkeiten, die wir hier haben. Falls wir einen String vergleichen wollen, funktioniert es trotzdem. Denn bei Strings wird nicht die Referenz verglichen, sondern da wird die Punkt-Equals-Methode aufgerufen und wir können sagen, okay, ja, wir haben 4 drin stehen gehabt, glaube ich. Wir vergleichen die Objekte tatsächlich in sich. Also wir vergleichen nicht die Referenz bei Strings. So, und hier haben wir H Punkt, wie habe ich dann genannt? J. Perfekt. So. Gut. Und mit Fail, das was wir am Anfang gesehen haben, können wir einfach den Test von vornherein fehlschlagen lassen. Da muss nicht unbedingt eine Message rein, kann aber eine Message rein, wie immer. Hier packe ich auch mal eine Message rein. Sowas wie H not 4. Das muss man natürlich maskieren hier, denn wir sind in einem String drin. Maskierungszeichen, das bedeutet einfach, wir geben diese Anführungsstriche tatsächlich als Anführungsstriche raus, indem wir diesen Backslash vorne dran schreiben. Und Fail wollen wir natürlich nicht machen, wir wollen ja, dass der Test funktioniert. Gut, ihr könnt hier ruhig mehrere Testmethoden machen, einfach überall dieses Add-Test vorne dran schreiben. Wie gesagt, oftmals nimmt man für jede Klasse eine eigene Testklasse und für jede Methode eine eigene Testmethode. Und dann werden in dieser Testmethode werden so Sachen wie Setup aufgerufen, wo man dann irgendwelche Variablen aufruft und dann werden noch vorher irgendwelche Methoden aufgerufen, damit der Zustand quasi erreicht wird, den man auch testen möchte. Versucht da irgendwie für jeden Zustand möglichst einen Test zu schreiben, den ihr irgendwie erreichen könnt. Das kann sehr, sehr aufwendig werden und sehr, sehr viel werden, aber es lohnt sich wirklich. Dann kann man quasi beweisen, dass es keinen Error mehr geben kann. Und wenn ihr einen Error kriegt, dann fixt ihn. Ja, wenn wir das Ganze jetzt laufen lassen wollen, dann kommen wir natürlich auf dieses Problem hier und zwar. Ah, ne, es funktioniert tatsächlich. Okay.
Schade, ich dachte, hier unten muss man erst noch auf Run-S und dann JUnit-Test, aber er erkennt es automatisch, was es ist. Also hier oben einfach Run und dann sehen wir hier diese extra Ansicht neben dem Package Explorer, der hier ist. Hier oben ist die JUnit-Ansicht. Hier sehen wir mehrere Möglichkeiten. Wenn wir jetzt hier Next Fail Test machen, Previous Fail Test, dann können wir hier durch die fehlgeschlagenen Tests durchswitchen sozusagen. Grün wird es bloß, wenn wirklich alles erreicht wurde, falls irgendwelche Failures auftreten, also hier wirklich ein Fail passiert, das hier, dann kriegt man ein blaues raus. Und falls wirklich solche Asserts fehlschlagen, kommt was Rotes bei raus. Das sind dann diese Errors. So, und da können wir einfach dann durchswitchen durch diese ganzen Dinger und dann kann man hier eben auch sagen, Show Failures Only, sprich nur das anzeigen, was fehlgeschlagen ist und auch wirklich nur diese Tests nochmal neu laufen lassen, so Zeugs. Achtet auch darauf, dass eure Tests unabhängig sind, sprich wenn ihr eure Tests aufruft, dann sollte da nicht unbedingt noch vorher ein anderer Zustand erreicht werden. Ja, genau. Rerun-Test prüft natürlich nochmal, ist genau dasselbe. So, und jetzt haben wir hier diese Ansicht. Wir haben hier diesen JUnit-Test und das ist eben diese Klasse hier. Da steht dann JUnit-Test, also das ist der Klassenname. Da werden nämlich oftmals auch mehrere Sachen auf einmal durchprüft, nämlich alle, die ihr irgendwie gemacht habt. Und hier steht dann auch eine Laufzeit dabei und das ist geil, da erkennt ihr nämlich Endlosschleifen zum Beispiel. Sprich, wenn ihr jetzt irgendwo hier in eurer Helper-Class eine Methode aufruft, das geht übrigens auch über, keine Ahnung, lasst uns hier mal eine Methode definieren, public void endless und die macht einfach while true. Okay, nicht while true, sondern einfach nur ein sleep. Und ich habe zu viel Python programmiert. Das True schreibt sich hier in diesem Fall natürlich klein. While True, keine Ahnung. Ne, sagen wir einfach nur ein For. Sonst wird das Ding ja nicht fertig. Das wollen wir ja trotzdem haben. Find i gleich 0. I kleiner. Große Zahl. I plus plus. Genau. Und dann passiert dann einfach gar nichts. Und wenn wir jetzt hier noch H-Punkt. Endless aufrufen, die nicht wirklich endlos ist, dann sehen wir, wenn wir hier diesen Test ausführen, dass wir warten müssen und ja, okay, nicht wirklich lange warten, aber es kommt hier schon mal eine größere Zahl. Also ihr könnt euch da vorstellen, wenn ihr irgendwelche komplizierten Berechnungen habt, ja, dann wird diese Zahl hier größer und ja, dann sieht man dann schon gleich, wo die meiste Rechenzeit drauf geht, bei welchen Methoden. Also wenn ihr für jede Methode wirklich eine so eine Testmethode schreibt, dann seht ihr, welche Testmethode braucht am längsten und das heißt, welche Methode bei euch braucht am meisten Zeit zum Berechnen, sprich, wo könnt ihr optimieren. Okay, ja, und wenn man jetzt hier auf diesen Test drauf doppelklickt, dann kommt man direkt zu dem Test, falls er fehlgeschlagen ist. Das zeige ich euch auch mal, wie das aussieht, falls er fehlgeschlagen ist. Sagen wir hier einfach mal 6 drin und dann kommt hier eben ein Failure. Ah, ja, okay, solche Sachen sind auch Failures. Ich dachte, es wären Errors, weil wir hier oben eben einen roten Balken haben. Und der schlägt dann auch schon gleich hier fehl, also wir brauchen dann hier unten das hier gar nicht mehr prüfen. Und wenn ihr hier dann ein Failure habt, dann steht hier unten in dem Failure Trace der Assertion Error i ungleich 5, das ist das, was ihr hier eingegeben habt. Und unten drunter steht dann Add JUnit Test Zeile so und so. Und das, wenn ihr da doppelklickt, dann wird euch diese Zeile hier markiert. Sprich, ihr seht, was gerade fehlgeschlagen ist. Okay, cool. Ja. Ich hoffe, ihr habt es soweit kapiert. Also immer hier unten erst auf den Test drauf zugreifen und dann könnt ihr hier unten den Failure-Test anschauen. Ja, wie gesagt, diese Dinger sind wirklich sehr sinnvoll. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.